Das für den Krone Big X brauchst du immer das Maisgebiss. Ach ja, stimmt ja. Das ist ja. Du musst gleich mal herkommen und nach mir herschwaben. Weil ich mir jetzt das ganze Feld nicht, dass das Gras schon wieder nachwächst und ich bin gerade erst mit dem Mähen fertig. Nicht wundern, wenn hier ein bisschen Zeug steht. Ja, ja. Ich bringe erstmal kurz den Fan zurück und dann gucken wir mal. Also ich habe dir jetzt einen, das ist doch scheiße. Einen Häcksler gekauft. Wenn du Lust hast, kannst du irgendwo häckseln. Es gibt aber noch nicht so viel Mais. Hier hinten ist ein Feld. Ja, ein Feld da hinten. Das dauert schon lange genug, um nach da hinten zu fahren. Mike, komm, wir machen Deal. Ich bring dir die 37.000 mit dem Häcksler locker wieder rein, okay? Ich guck erstmal, wenn wir noch genug Geld haben, kann ich dir den Schlüter noch kaufen. Dann kaufen wir erstmal noch einen MB-Truck und danach kann ich dir den Schlüter kaufen. Welchen MB-Truck? Ein Tausender. Weiß ich nicht, ja wahrscheinlich den Tausender. So, Moment. Den Krass, der bringt uns hier, ja nichts. Mike, dann kauf mir nicht den Schlüter, dann kauf den Tausender MB-Truck, ne? Jupp. Mit Frontlader und guck mal die Silo-Schaufel, weil es gibt doch für die BGA die Silo-Zange. Ja, kann ich mal gucken. Wie lange willst du denn da abladen? Wo, hier? Ja. Passt in die Silozange mehr rein? Genauso. Also, ist eigentlich egal. Ja, welchen soll ich dann kaufen? Den New Holland. Dann kann man den Radlader gleich verkaufen, eigentlich. Dann kaufe ich jetzt den New Holland. Was für New Holland? Kauf den 1000er Betrag Frontlader. Ja, ich meine erstmal hier Mähdrescher. Haben wir einen Frontlader eingefügt? Oder welchen Mähdrescher soll ich kaufen? Ihr müsst mich beraten. Der New Holland, der kostet aber 300.000. Kauf erstmal. Kauf dir den besten, billigsten. Also. Ja, wir haben jetzt ja schon die Mods drin. Also hier. Dann hol dir doch den. Guck mal, warte mal. Ich geh mal kurz in den Händler und guck selber mal durch. Das hier bringt ja nichts. Da kostet einer auch schon 300.000. Und Mike, der ist dann hol den Dominator 105, aber das Schneidwerk von dem großen New Holland dran. Weißt du, wie viel in den von meinem Bruder. Weißt du, was in den, wie viel in den reinpasst? Nicht, dass der dann sofort voll ist. Ist ja egal, aber trotzdem, das ist wesentlich billiger und wir haben ein großes Schneidwerk und sind trotzdem schnell. Ja, und dann ist er halt sofort voll, da muss einer immerhin mit dem Kipper in der Jahr sein. Naja, okay. Das können wir ja mal machen. Dann kaufen wir den Dominator Alligator und dann jetzt leckt das. Das geht mir jetzt übelst auf den Sack, da bleibt bestimmt gleich wieder jede Menge Gras stehen. Ich glaube, wenn es leckt, fährst du nicht weiter. Mike? Und dann das 10 Meter Schnittwerk, okay. Ja, aber das wird doch in 100 Sekunden. Ja. Bei mir hat sich. Nee, doch nicht. Ach, ich dachte. Mike. Ja. Dann kauf doch mal den MB-Truck, diesen Sigma Titanium Frontlader. Und ja, schon klar, was wir dafür brauchen. Ich guck jetzt erstmal alles, was wir unbedingt brauchen, weil ich meine, Trecker sind erstmal nicht so wichtig, da können wir ja mal wechseln. Ja, da kannst du auch mal hier einen Deutz verkaufen von den. Ja, das könnte aber ich nicht machen. Den, wo ich gerade das Mähwerk dran habe, ja. Den Häcksler stelle ich hier einfach mal in das Silo. Du musst ihm auch noch einen Hänger für das Häckselgut kaufen. Da steht einer auf dem Hof, wette ich mit dir. Ja, ein Hänger steht den hab ich hier hinten. Das ist der Ladewagen. Wir können ja auch einfach, Moment, ich muss mal ausklappen, weil wenn nämlich gespeichert wird, wird das Mähwerk immer ausgeklappt und dann hängt es manchmal in der Wand drinne oder so und das wäre dann natürlich schlecht. So. Ja, das stimmt. Ich habe jetzt mal kurz hier zugeparkt, ne? Ach, guck mal, da kann man ja sogar reinfahren. Ach nee. So, ich habe eingeparkt. Jetzt müsste vielleicht meiner kommen in Schwaben. Wie viel Geld hast du noch? Jetzt habe ich noch... Ach, what the fuck, was macht der denn für komische Geräusche? Okay, der hört sich sehr komisch an, der Klaas. Warum der hört sich genauso an wie ein echter. Naja, okay. Ich kann dir ja mal seinen Mähdrescher zeigen. Der rappelt genauso. Sieht ein bisschen krank aus, aber scheiß der Hund drauf. Hauptsache es ist echt. Ich lieb den von meinem Bruder, Junge. Dann... Kommt mal einer und schadet. What the fuck? Ich weiß ja jetzt nicht,
Achso. Also ich weiß ja nicht, was der unter Schneidwerk senken versteht. Auf jeden Fall, wenn ich V drücke, dann fährt sich das Ding ins Rohr aus, ne? Ja, das ist bei dem so. Der Modder war irgendwie ein bisschen... ich will ihn jetzt nicht beleidigen, aber leicht behindert. Naja, okay. Ich... Entschuldigung, wenn den dann, wenn der so draußen krank ist. Naja, okay, ich habe eingeparkt. Also, wenn du willst, kannst du schon mal dingsen. What the fuck? Dann... Schwarte ich. Mike, krieg ich meinen MB-Truck? Ja. Warum kriegt der seinen MB-Truck? Ich will auch einen MB-Truck. Ja, den benutzen wir ja alle zusammen. Mike, verkauf den Radlader, dann kannst du dir auch noch zwei MB-Trucks leisten. Nee, den Radlader verkaufen wir nicht. Den brauchen wir noch. Warum? Weil der schön schwer ist zum Festfahren und außerdem kannst du mit dem dann auch gleich dingsen. Also ich denke mal, es würde uns mehr bringen, den Radlader zu behalten. Ja, dann kauf jetzt erstmal einen MB-Truck mit Frontlader und Silo-Dings. Ja, ach, ja. Mike schwadet schon. Ja, ich schwade schon. Ja, dann sammle ich gleich deinen da ein und fahr den Deutz erstmal hier hin. Okay. Moment. Dann fahre ich jetzt noch eine Bahn zu Ende und danach kaufe ich schnell. Ja, ja, unseren stärksten Trecker. Na, Mike. Jo, genau. Hast du gewusst, dass der Fendt so stark ist? Ich weiß nicht, ob du dir das Video Euro angeguckt hast. Also, welchen wolltest du? Den MB-Truck 1000, also den 1000er MB-Truck und den Frontlader. Ach, so viel kosten die ja gar nicht. Ich hab nicht... Das wusste ich ja gar nicht. Und es lädt. So. Dann kannst du bald die Deutschland verkaufen. Und welche Chance... Achso, ich hab noch ein gutes Mähwerk, was wir einfügen können. Das macht gleich Schwaden. Mike, bei normale Trecker? Wir können auch die eine... Ach nee, das ist ja eine Mistgabel. Okay, Moment. Das steht so Siloschaufel, das ist so eine Greiferzange. Frontlader. Okay. Mike, du musst dich mal bewegen. Ich komme. Genau. Und die für den Akrovektor, die verkaufe ich. Die braucht gar kein Mensch. Hast du die Gewichte auch verkauft? Die braucht nee, die habe ich noch nicht verkauft. Mache ich aber jetzt. Moment, Gewichte, da haben wir sie verkaufen. Achso, jetzt habe ich glaube ich eins zu viel verkauft, oder? Bist du gerade hochgegangen? Ach nein, nee. Du bist hochgegangen. Das kann doch nicht sein. So, jetzt habe ich es dir gekauft. Ich hab's dir die 1000er. Oh, das weiß ich doch schon längst, da sitze ich da schon drinne. Ja, ich wollte es dir nur nochmal sagen. Für mich auch, ich weiß ja nicht, wo du gerade bist. Was? Hast wir benutzen auch einen zusammen. Erstmal. Weil wir wollen ja auch noch. Achso, dann könnte ich jetzt ja schon gleich Kühe kaufen. Ne? Dann bringe ich mir eben selber einen mit. Wahaha. Und wie willst du denn selber einen mitbringen? Du, Onkel Rainer sein. Ja, genau. René, du sollst doch niemanden beleidigen. Also du sollst keine Namen sagen. Ja und? Onkel Reinhold ist kein Name. Jetzt weiß jeder, wie dein Onkel heißt. Das ist nicht mein Onkel. Ich weiß. Jetzt weiß jeder, dass Onkel Reinhold nicht dein Onkel ist. Ich habe zwar einen Onkel Rainer, aber... Der heißt nicht Reinhold. Habe ich recht? Richtig. Oder heißt Rainer Reinhold? Oh, ich habe was liegen gelassen. Macht das was? Oh, ich habe auch viel stehen lassen. René, sammel das auf! Du hast da was liegen gelassen. Halt's mal. Was denn? Ist doch so. Bei mir leckt's irgendwie ab und zu mal kurz. Ja, das ist dadurch, dass wir zu dritt spielen und so. Deswegen leckt's vielleicht ein bisschen mehr wie das letzte Mal. Achso, ich könnte ja theoretisch jetzt schon Kühe kaufen, oder? Nein, jetzt machen wir das Feld erstmal fertig. Ja, okay. Weil sonst fahre ich wieder mit 100 Sachen hier erstmal über den Acker vollgegrust. Wir könnten ja auch einfach mal so einen Häcksler, so einen Schwader selber modifizieren und dann einfach eine Anhängekupplung dran bauen und dann war's das. Dann können wir da hinten den Dingens da dranhängen. Dann brauchen wir nur noch eine Zapfwelle. Da können wir alles auf einmal machen. Wie findest du denn das? Wollen wir das so machen? Bist du einverstanden? MB-Truck.